Der Duna Lander 1.0 liegt da hinten noch. Fällt mir gerade auf. Liegen hier noch irgendwo Teile? Nö. Na gut, SAS an. Schub auf 60%. Ressourcen an. Sonst erstmal nichts. 3, 2, 1. Sieht jedes Mal bedrohlich aus, wenn das Ding abhebt. Eigentlich müsste hier fast alles wegschmelzen. Aber na gut. Also wir sind stabil. Treibstoff sieht komisch aus. Echt komisch aus. Warum gehen jetzt hier... Ah ne, das sind die vier. Okay. Nicht irritieren lassen, nicht irritieren lassen. Das sind die ganzen Feststoffbooster. Das hier sind die vier unteren orangen Tanks. Und die gehen echt fast gleichzeitig weg. Und na gut. Geschwindigkeit ist okay. Werden wir gleich erhöhen müssen. Und zwar am besten jetzt schon. Hitze ist okay. Feststoffbooster weg. 3, 2, 1, jetzt. Anderen weg. 3, 2, 1, jetzt. Mehr Schub. Hitze ist nicht gut. Geschwindigkeit sinkt. Aber noch steigen wir. Komm schon, fang dich. Fang dich. Hitze ist okay. Treibstoff ist mehr okay. Fang dich. Es wird schon langsamer. Also das Sinken wird langsamer. Ne? Bist schon. Und, komm. Hopp, 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 wir sind gleich über 5000. Das muss irgendeine magische Grenze sein. Ich habe nur 9 gesehen. Sehr schön. Ja, geben wir mal ganz kurz ein bisschen Schub. Um dem Ganzen so einen kleinen Sprung zu geben. So. Oh. Wir kriechen hier echt nach oben. Das ist nicht mehr feierlich. Aber gut, 75% Treibstoff ist okay. Licht an. Sieht irgendwie schick aus. Und wir drehen uns ein ganz kleines bisschen. Das ist komisch. Jetzt erstmal kurz an zum Stabilisieren. Hitze baut sich ab. Das heißt, wir können ein bisschen mehr Schub geben. Komm schon. Wir hätten gerne wieder 200 Meter bei so 12.000 rum. Was werden wir mit der Stage hier irgendwie nicht schaffen? Hm? Letztes Mal kam mir das ein Ticken effizienter vor. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich, ja, okay. Die Dinger hier wiegen wahrscheinlich wesentlich mehr. Das war gerade ein WWW. Auch nicht schlecht. Hitze 50%. Kann schauen. Brauchen mehr Schub. Und RCS mache ich mal aus in der Hoffnung, dass wir jetzt einigermaßen stabil genug sind. So, 120 Meter die Sekunde bei 10.000. Okay. Wir machen jetzt kein Kippmanöver diesmal. Wir wollen gerade nach oben. Jedenfalls noch eine Weile. So lange, bis die hier leer sind. 170 Meter die Sekunde. Aber wir sind fast bei meinem Ziel gewesen. Ich hätte gesagt 12.000 Meter und 200 Meter die Sekunde. Das haben wir gleich. Jo, sehr schön. Also gleich abkapseln und dann kippen. Und dann gucken wir auf die Karte, was denn da so Sache ist. 240. Und weg. Wow. So, jetzt erst an. Kippen. So, SAS an. Uho, stabilisieren. Karte. So. Oh ja, sehr schön. Aber das sieht nicht schön aus. Na gut, kann ich mit leben, kann ich mit leben. Könnten wir schon runtergehen. Vor allem die Hitze sehen wir hier auch gar nicht. Sieht aber okay aus. So, RCS aus. SAS aus. Schub weiter runter. SAS an. Kurz mal gucken. Wir sind nämlich schon bei 70.000 fast. Das heißt, wir machen jetzt Schub ganz aus. Ist das schön ruhig. So, SAS aus. Drehen das ganze Ding mal so gut es halt geht ohne RCS und Schub. Und bei 40 Sekunden rum versuchen wir eine Umlaufbahn hinzubekommen. Mit 50% Treibstoff.
Das sieht gut aus. So. Gegendrehen. Okay, und ganz leicht Schub, um das hier dahin zu bekommen. Wir sind da schon bei 40 Sekunden. Können wir ruhig ein bisschen mehr Schub geben. So. Drehen, 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 drehen. SAS an, mehr Schub. Ah, 72.000, können noch ein bisschen höher. Gehen wir mal hier ein bisschen hoch. So, SAS an. Schub, schub, schub. Das Treibstoff sieht echt nicht gut aus. Also ich denke irgendwie nicht, dass wir damit eine stabile Umlaufbahn hinbekommen und Richtung Duna irgendwas lenken können. Naja. Echt nicht schön. SAS aus, weiter auf die Linie. SAS an. So, und jetzt müssen wir einfach nur vor uns herbrennen. Vielleicht ein bisschen mehr Schub. Bis gleich alle. Wie schaut es denn mit einer Periapsis aus? Lässt auf sich warten. Noch eine ganze Weile. Wechseln wir mal kurz. Ja, das ist gleich weg. Wir müssen gleich mit unserem Lander dann versuchen, eine Umlaufbahn zu bekommen. Nicht schön. Vor allem hat der auch nicht so einen Fisselantrieb. So, 3, 2, 1. Wow, okay. Karte. Mehr Schub. Zeigt schon wieder keine Stage-Dinger an. So, SAS aus. Oh. So. Gleich haben wir eine Periapsis. Und nur noch 90% Treibstoff. Also müssen wir echt mit dem Ding docken. Haken ist nur... Nee. Wir haben dann keine Stage mehr, um eine Umlaufbahn Richtung Duna hinzubekommen. So. Warten. Bis kurz davor und dann machen wir den Rest. Müssen ja nicht unnötig Treibstoff verschwenden. RCS ist noch super. Das heißt, einfach kurz mal Warp an. Nochmal an. 88.000 sind schon ziemlich hoch. So. SAS aus. Schub. Mehr Schub. Und auf die Linie. So. Periapsis ist da. 15.000, 20.000. 30. 50, schön langsam. Okay, nicht ganz so langsam. 60, nochmal ganz kurz warpen. So, SAS aus. 60.000, 65.000. So, wir haben 80.000 und 89.000. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt mit Hin- und Hergespiele versuchen zu docken. Ich weiß ja nicht. Du bist definitiv ein Jebediah-Abkomme. Das muss der mittlere Platz sein. Der hat bestimmt irgendeine Sitzheizung oder so. Die anderen sind immer voll panisch. Na gut. Ja, ich speichere einfach mal ab. Quick Saving. Sehr schön. Und guck mal, wie viel Treibstoff wir jetzt bräuchten, um da hinten irgendwo hinzukommen. Also suchen wir uns jetzt die... wo hat es am meisten Sinn gemacht? An der Periapsis, ne? Suchen wir uns jetzt... Ja, das muss aber auch dahin zeigen. Warte mal. Es muss... weg von der Sonne zeigen. Dahin. Also hier hinten irgendwo. Okay, Manöver. So. Noch ein Stückchen weiter als Minmus, bitte.
tun. Was ist das? Kerbin Escape. Ach du gute Güte. Ah, müssen aber richtig viel Schub geben. Glaubt das wird nix. Wie zur Hölle schaffen wir das? Also egal wie viel Schub ich jetzt da gebe, ich komme immer raus. Ich habe hier einen Kerbin Escape und dann wird er von der Sonne aufgefangen. Wie zur Hölle komme ich da nach außen? Ich gebe mal immer mehr. Dadurch falle ich einfach nur immer mehr zur Sonne hin. Das ist jetzt mal interessant. Irgendwie dachte ich, ich könnte ähnlich wie beim Mund einfach hier die Umlaufbahn vergrößern, vergrößern, vergrößern. Dass wir so eine sehr exzentrische Umlaufbahn haben, die bei der Periapsis nah an Kerbin ist und bei der Apoapsis relativ nah am Dingens. Aber nichts da. Dich machen wir erstmal weg. Und dann überlegen wir. Das heißt... okay. Das heißt, wir verlassen einfach den Kerbin, die Kerbin-Umlaufbahn, werden von der Sonne aufgefangen, gucken dann, wo die Periapsis bei der Umlaufbahn mit der Sonne ist und brennen auf der Periapsis in Richtung Kurs. Das heißt, wir haben hier unseren Kreis und den Kreis, diesen ganzen, ganzen großen Kreis, kriegen wir an einer Ecke so groß, dass wir irgendwann Duna treffen. Da braucht man noch eine Monsterrakete für. Oder halt diese Atomtriebwerke. Mehrere davon. Na gut, gucken wir mal. Wir wollen jetzt erstmal einfach nur von Kerbin weg. Das ist vollkommen egal. Also nehmen wir die Periapsis, Manöver. So, und weg. Kerbin Escape. Wir werden nicht wieder aufgefangen. Nö. Denn wer da und so... Oh, das sieht ja schon mal gut aus. Warum hatte ich das eben nicht? Also ja, wir sind jetzt schon ziemlich nah an Duna. Kleines bisschen mehr. So, das lassen wir dann ein paar Mal rumeiern. Und irgendwann wird Duna schon in der Nähe sein. Ja, sehr schön. In 11 Minuten. Okay. Noch näher ran, noch näher ran, noch näher ran. Ja, da ist der Wegpunkt. 50-fach. 10 Minuten. Gucken wir, wie viel Treibstoff wir dafür brauchen. Also wäre schön, wenn wir wenigstens Crash landen könnten. Ich will gar nicht mehr zurück. Wir haben da schon einen auf dem Munde. Er wartet auch schon seit einer Weile. Das ist vollkommen okay. So, eine Minute. Warp runter. Nicht auf Gegenkurs. Nein, 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 nein. Genau das andere. Gegen Gegenkurs. Man könnte fast sagen Kurs. Hier. Und dann 1000 Meter die Sekunde. Mit dem Antrieb müsste das machbar sein, ne? Also vier von denen. SAS an. Ganz kleines bisschen Warp. Und so bei 10 Sekunden fange ich an. Weil er ja immer von Maximalgeschwindigkeit ausgeht. So. Er sah jetzt aus, das machen wir von Hand. Schuh. Ja, warte mal, können die Dinge explodieren? Nee, können sie nicht. Okay. Wow, das ist ein wilder Ritt. Komm schon, bleib bei dem blauen Kreuz. Ein Drittel haben wir schon. SAS. Okay, lassen wir es mit dem wilden Ritt. Das SAS macht das schon super. Bisher jedenfalls. Wir können gleich schon wieder runtergehen. Dafür ist unser Treibstoff aber auch fast alle. SAS mal kurz aus. So, SAS an. Schuh. So.
Ja, der Wegpunkt kann weg. Du, weg. Wir haben jetzt hier ein Kerbin Escape. Und da unsere doch ziemlich exzentrische Umlaufbahn. Sehr schön. Jetzt einfach mal ganz viel Warp. Bis wir richtig, richtig viel Warp machen können. So, 100-fach. 1000-fach. 10.000-fach und das reicht doch erstmal. So, dann werden wir... Wie viel ist das jetzt? 4 Tage? 5 Tage? Wahrscheinlich wieder wochenlang hier im Kreis fliegen müssen. Bis Duna an der richtigen Stelle ist. 100.000-fach. Strom geht an und aus, ist okay. Anderen Treibstoff haben wir nicht an. Nö, also einfach warten. Das heißt, noch einen kleinen Zeitraffer und ich melde mich wieder, wenn Duna irgendwo hier ist und wir gucken können, ob wir überhaupt bei so einer Distanz schon eingefangen werden können oder nicht. Wenn nämlich nicht, müssen wir hier nochmal ein bisschen brennen, mit dem kleinen bisschen Treibstoff, das wir haben. Also bis gleich.